Hallo, meine lieben Skorpione, ich kündige euch euer Reading an für den Monat März. Ja, meine Lieben, auch natürlich für euch habe ich gefragt, was erwartet euch jetzt im Frühling? Und zwar werden wir uns anschauen den Bereich Beruf und Finanzen aus dem Lenormand-Deck von Angelina Schulze. Hier könnte ein Freund oder eine Kollegin oder ein Kollege eine sehr wichtige, beinahe schicksalhafte Rolle für euch spielen. Dann in der Liebe aus dem Gilded Reverie Lenormand geht es eindeutig um eine Trennung. Entweder du selbst bist in einer Situation, in der du dich trennen solltest oder vielleicht schon länger darüber nachgedacht hast, dich zu trennen, und dafür liegen die Energien im März sehr positiv, oder aber du hast einen Wunschpartner oder eine Wunschpartnerin, die oder der noch in einer anderen Beziehung ist, und hier könnte ebenfalls eine Trennung ins Haus stehen. So liegen die Karten für euch, meine Lieben. Und hier aus dem Rider-Waite-Tarot habe ich noch um 3 Karten gebeten mit einem Hinweis auf eure spirituellen Aufgaben. Und da geht es eindeutig darum, euch aus einer abhängigen Situation zu befreien in eurem Leben. Ja? Also die Zeichen stehen auf Befreiung für euch, liebe Skorpione. Und wir schauen uns auch noch ein Krafttier an, das euch begleiten möchte im Monat März. Das passt sehr, sehr gut zu eurem gesamten Reading. Ja, und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video gerne sehen würdet. Ihr findet den Link zu unserer Website und zu Vimeo hier in der Infobox unter diesem Video. Ja, dann dürft ihr gespannt sein. Ich sag bis gleich, die Uli. Tschüss!